Die russische Invasion in der Ukraine und auch die Reaktion der Bundesregierung zum Beispiel, indem man den Verteidigungshaushalt um 100 Milliarden Euro erhöht, führt dazu, dass sich viele die Gedanken machen, wenn das Ganze weiter eskaliert, ob sie dann zum Wehrdienst in den Krieg eingezogen werden können. Diese Fragen vieler junger Menschen beantworte ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, lass bitte ein Abo da und kommentier hier unten bitte bei dem Thema in der angemessenen Verhältnismäßigkeit. Wir sind gerade alle bestürzt über die Kriegszustände in der Ukraine und viele junge Menschen haben mich angeschrieben und gefragt, wenn das Ganze noch schlimmer werden sollte, kann ich dann zum Kriegsdienst eingezogen werden? Das sind vielleicht Bedenken, die derzeit Gott sei Dank noch zu weitgehend sind und vielleicht unwahrscheinlich sind, aber trotzdem möchte ich hier darauf eingehen. Zum einen ist es so, viele Leute denken, dass die Wehrpflicht 2011 abgeschafft wurde. Das ist aber nicht so. Die Wehrpflicht ist lediglich ausgesetzt worden, zwar auf den Fall, dass ein Spannungs- oder Verteidigungsfall eintritt. Das heißt, die Wehrpflicht gilt so lange nicht, bis ein Spannungs- oder Verteidigungsfall eintritt. Ein Spannungsfall liegt vor. Es ist eine erhöhte militärische Alarmstufe. Es müssten mit einer Zweidrittelmehrheit vom Bundestag beschlossen werden. Das heißt Bundesregierung plus CDU derzeit. Und ein solcher Spannungsfall könnte natürlich bald vorliegen. Das zweite ist der Verteidigungsfall, wenn also tatsächlich ein Angriff droht. Auch das müsste mit Zweidrittelmehrheit vom Bundestag beschlossen werden, dieser Status. Bedarf der Zustimmung des Bundesrates und natürlich müsste der Bundespräsident dieses Gesetz auch ratifizieren. Wenn wir einen Spannungsfall oder Verteidigungsfall haben, also wenn der Bundestag dies mit der erforderlichen Mehrheit beschließt, dann gilt wieder Paragraph 1 des Wehrpflichtgesetzes und danach heißt es, wehrpflichtig sind alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an, die Deutsche im Sinne des Gesetzes sind. Theoretisch könnten dann also auch Wehrpflichtige bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres einberufen werden. In diesem Fall würde dann die Kommandogewalt übergehen auf den Bundeskanzler Olaf Scholz. Und darüber hinaus stellt sich natürlich in diesem Fall die Frage, könnte man den Kriegsdienst verweigern und was passiert in einem solchen Fall? Natürlich haben wir weiterhin auch nach dem Grundgesetz die Möglichkeit, einen Kriegsdienst zu verweigern. Da muss man einen Antrag stellen, lückenlosen Lebenslauf einreichen und diesen begründen. Und all diejenigen, die den Kriegsdienst verweigern, würden dann in einem solchen Spannungs- oder Verteidigungsfall zu einem sogenannten Ersatzdienst herangezogen werden. Ähnliches dürfte im Kriegsfalle auch für die gelten, die ausgemustert werden. Also da wird es wahrscheinlich Arbeiten und Tätigkeiten geben zum Schutz der zivilen Bevölkerung. Noch näher dran sind natürlich die Reservisten. Das heißt, die Reservisten der Bundeswehr könnten tatsächlich auch schon zeitnah eingezogen werden. Das Ganze, wie gesagt, setzt die weitere Eskalation dieses Konfliktes voraus. Und wir hoffen natürlich alle, dass das Ganze so nicht kommt. Die nächste Frage ist, ob die Aussetzung der Wehrpflicht wieder abgeschafft wird, also ob der Wehrdienst wieder eingeführt wird. Derzeit ist man sich da nicht ganz im Klaren. So schnell wie allerdings die gesamte Außenpolitik der letzten fast zwei Jahrzehnte nun verändert wurde, indem man Waffen übersendet, indem man an Embargos teilnimmt, an Zahlungsembargos teilnimmt und indem man vor allen Dingen den Wehretat nun dermaßen nach oben schraubt und eigentlich den Anforderungen der NATO mit den 2% Bruttoinlandsprodukt Wehretat nun nachkommt, halte ich es auch nicht für ganz unwahrscheinlich, wenn man damit natürlich auch versehen eine höhere Anzahl an Soldaten braucht, dass ein Wehrdienst wieder eingeführt werden könnte, aber das werden die nächsten Wochen und Monaten zeigen. Ich empfehle allen, auch in solchen Zeiten nicht in Panik zu verfallen, nicht über soziale Medien sich zu zerfleischen. Wir haben durch diese Corona-Diskussion ohnehin eine enorme Spaltung der Gesellschaft gehabt. Und ich hoffe, dass das jetzt durch diese Situation nicht noch weitergeht. Jetzt ist eher die Zeit,
in Ruhe und bedacht Entscheidungen zu treffen und zusammenzustehen und sich nicht weiter auseinander zu dividieren. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.